Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem dritten und leider auch letzten Event für dieses Jahr. Wir werden dann erstmal in die Winterpause gehen, aber es gibt das ein oder andere noch Neues zu berichten. Aber das erzählt euch jetzt alles erstmal der Folger. Ja, wir sind heute hier am Wispedsee, so nennt sich das. Das ist so an der Grenze Hessen zu Bayern. Das Ganze haben wir unter das Motto Herbst-Shooting gestellt. Wir haben tolle Herbstfarben hier, wir haben Wasser, leider nicht viel da, das liegt aber an dem trockenen Sommer. Wir dachten vielleicht, das eine oder andere Model im Bikini da reinzuschicken, aber dafür ist die Temperatur dann doch nicht so geeignet. Aber der Spaßfaktor ist schon riesig, also die Leute haben viel Spaß, sieht man auch im Hintergrund. Sind da viele schon unterwegs hier im Wald mit Bilder machen. Ja, und dann haben wir hier jemand Neues bei uns in der Mitte stehen. Ja, die Sinja, die haben wir jetzt ins Team aufgenommen, einfach weil wir eine Betreuung für die Models und für die Visas brauchen. Ne? Genau, und ich freue mich dabei zu sein jetzt auch. Ja, ich war ja vorher schon bei den Shootings dabei als Model und jetzt halt ja, im Admin-Team. Freue mich drauf. Dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum. Ihr kriegt wieder alle Links unten eingeblendet dann bzw. in der Bildbeschreibung und dann lasst euch mal überraschen, was heute so kommt. Schöne genau. Bilder auf jeden Fall. Thema Goldener Oktober. Und ja. Viel Spaß. Na, in Indian Summer ist leider nicht mehr, aber ja. Okay. In diesem Sinne, bleibt dran. Tschüss. Hallo Marc. So, Volker. Jetzt sind wir wieder hier an einem Setup gelandet. Ja. Haben uns hier jemand mal rausgeschaut, mal zu schauen, wie die arbeitet und mal fragen, wer sie überhaupt ist. Ja, ich glaube, ich meine zu wissen, es wäre die Katrin. Katrin? Ich glaube, Katrin hatte. Katrin, hast du mal Zeit? Kommst du mal kurz? Dürfen wir dich kurz unterbrechen? Natürlich, klar. Servus. Hallo. Hallo. Du bist heute das erste Mal bei unserem Event dabei, habe ich mitgekriegt. Deswegen habe ich noch Probleme mit dem Namen. Katrin, ja. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, ich bin die Katrin, komme aus Büding, bin Teil von Pixelin Photo Emotions und fotografiere jetzt seit knapp 4 Jahren. Okay. Ja. Okay. Das erste Mal bei so einem Event dabei. Ja. Mal einfach mit vielen Leuten zusammen sein. Wie findest du es bis jetzt? Also ich finde es super ergiebig. Es macht Spaß, so viele Kontakte zu knüpfen, so viele neue Menschen, Leute kennenzulernen und einfach mal Abwechslung innerhalb von einem halben Tag zu haben. Genau. Ja, es ist mal was anderes, ne? Richtig, genau. Okay. Dürfen wir kurz mal was zu deinem Set erfahren, was du da vorhast, was du da machst und wie du das vor allen Dingen jetzt machst? Ja, ich fotografiere heute ein bisschen mehr in die fantastische, märchenhafte Richtung. Mhm. Habe deswegen auch ein Headdress gebastelt im herbstlichen Stil. Und habe jetzt mein Model passend dazu mitten ins Gebüsch, ins Geräusch platziert und versuche dann natürlich jetzt optimale Ergebnisse zu erzielen. Okay. Und du spiegelst nur ein das Licht, also nimmst jetzt keine zusätzliche Blitze oder irgendwas, sondern wählst einfach das normale Licht, wie es jetzt hier zur Verfügung steht. Genau. Und damit arbeitest du? Ich arbeite in der Regel eigentlich immer nur mit dem vorhandenen Licht, was da ist. Okay. Arbeite eigentlich fast nie mit Blitzen. Mhm. Ja. Dann dürfen wir dir noch ein bisschen über die Schulter schauen? Natürlich, gerne. Alles klar, dann lass dich nicht weiter stören. Wir danken dir. Ja, bitteschön. We'll be right back.
Hallo Marc, wen hast du denn jetzt hier wieder beigeschleift? So, jetzt haben wir hier den Andreas Igges aus Gelnhausen, jo. Hobbyfotograf, soweit ich das in Erinnerung habe, gell? Ja. Und du bist, glaube ich, schon das dritte Mal sogar dabei. Ja, ich bin jetzt das dritte Mal mit dabei. Die ersten zwei Mal bin ich als Assistent mitgelaufen und habe halt ein paar Erfahrungen gesammelt in dem Bereich und heute halt das erste Mal alleine. Okay, das heißt, du hast am Anfang die Chance genutzt, mal den anderen über die Schulter zu gucken, hast ein bisschen geholfen. Und heute geht's direkt ab los. Ja. Alleine. Zwei Models dabei. Oh. Läuft. Auch gleich zwei, ja. Okay. Ich sehe, du machst allein Available Light. Ja. Okay. Die Models, die stehen auch schon parat. Dann wollen wir dich gar nicht lang aufhalten, oder? Leg einfach mal los. Wir schauen dir ein bisschen über die Schulter. Wir kontrollieren nicht, wir schauen mehr. Wir machen hier keinen Wettbewerb. Nein. Alles ja? Gut. Okay. Alles klar? Ja. Gut. Dann viel Spaß. Viel Spaß. Und danke fürs Erscheinen. Euch auch viel Spaß da hinten. So, viel Erfolg! Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem dritten. Na, lass laufen. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem dritten und leider auch letzten Event diesen Jahres. Wir gehen dann voraussichtlich. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem dritten und auch dieses Jahr leider letzten Event, weil wir gehen dann in die Mittags.